In der Ortschaft Alling nahe München hat in der Nacht auf Montag ein Großbrand einen Schaden in Höhe von 4 Millionen Euro angerichtet. Eine Halle mitsamt Maschinen und Fahrzeugen fiel dem Flammeninferno zum Opfer. Nur noch einzelne Gerätschaften konnten vor den Flammen gerettet werden. Grund für den Brand könnten Benzintanks im Inneren der Halle gewesen sein. Ein Augenzeuge hatte ein lautes Scheppern vernommen. Da sich die Halle auf einer leichten Anhöhe befindet, waren die Löscharbeiten erschwert und konnten erst nach ca. einer Stunde beendet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatbestand aufgenommen. Benedikt Friedinger von der ortsansässigen Feuerwehr. Ja, wir haben eine Alarmierung gekriegt über die Leitstelle in Fürstenfeldbruck über einen B4 brandlandwirtschaftliches Anwesen und sind dann ausgerückt mit der Ortsfeuerwehr aus Alling, um Näheres zu erkunden, und haben dann nachalarmiert. Ja, also wir haben die Halle zunächst nicht freigegeben, solange nicht sicher war, dass die vom Brand nicht geschützt ist. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt hat der ortsansässige Landwirt dann seine Maschinen befreien können und in Sicherheit gebracht.